den Atlanta Falcons Germany live in unserer Show auf YouTube, Twitter, Facebook und Twitch zur, wir können es arroganterweise sagen, besten Falcons Show auf der Welt. Warum ist es die beste? Weil wir es so sagen und dementsprechend ist es dann einfach auch so. Wir haben wieder versucht, die Off-Season etwas aufzuwühlen und Themen für euch gesucht, die werden wir heute besprechen. Aber vorher begrüßen wir alte und auch wiedergekehrte Gesichter. Ich sag mal zuerst heute Kevin aus Düsseldorf. Herzlich willkommen zurück. Hallo, hallo. Hallo, winke, winke macht er, ja. Dann geht's weiter mit Kevin aus Kiel. Moin. Und Mr. Terrasse, Dominik aus Wolfsburg. Schön, dass du auch wieder dabei bist. Guten Tag. Günther, wer es noch nicht geschafft hat, in die Videobeschreibung zu gucken, der kann mit einem halben Auge mal dahin schielen. Währenddessen gerne einen Like-Button suchen und diesen betätigen, ein Abo hinterlassen und vielleicht auch den ein oder anderen Kommentar dann abgeben. Das hilft uns, das hilft diesem Algorithmus und vielleicht finden wir auch noch andere Football-Begeisterte, Falcons-Begeisterte, die dann mit das nächste Mal dabei sind. Von daher könnt ihr dann auch weiter unten lesen, wie unser Programm heute aussehen wird. Wir werden gleich wieder einen Mock-Draft machen. Das ist ja irgendwie Mock-Draft-Season. Ja, jeder ist am Mocken. Ja, die ganze Zeit wird geguckt, welchen Spieler nehmen wir. Ja, es werden Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Wie konntest du nur den nehmen? Oder, oh Gott, warum hast du nicht das gemacht? Vollkommen egal. Ja, wir machen es trotzdem heute nochmal. Vergleich mit letzter Woche. Dazu werden wir uns gleich mit reinstürzen. Ja, gucken so ein bisschen, was die Beatwriter der Falcons in ihren Drafts machen. Haben wieder einen sehr spannenden Prospect von Kevin nachher. Ja, kümmern uns ein bisschen um die NFC South. Ja, da ist aber, glaube ich, nicht so viel Spannendes heute zu finden. Die Falcons Roster Moves, was ist da passiert? Und zum Schluss eure Auerfragen. Vielen, vielen Dank schon mal dazu. Ja, wir halten fest, es ist 15 Tage, 6 Stunden, 48 Minuten und noch 30 Sekunden bis zu dem nächsten Großereignis der NFL, nämlich der Draft. Von daher habt ihr auch hier nochmal den Countdown, den ihr ab sofort gerne rückwärts zählen dürft. Ja, und bevor es dann losgeht, sagen wir ein herzliches Hallo an alle, die sich in den Chat begeben haben. Und ein alter Bekannter an Nummer 1. Mert Ismail hat es wieder geschafft, als erster sich hier zu verewigen. Moin zusammen, Mert Ismail, schön, dass du mit dabei bist. Alex Wurz aus Österreich, schön, dass du mit dabei bist mit einem Hallo an euch alle. Christian Tiede ist mit drin, hallo in die Runde. Daniel Böhm, moin Männers. Dave ist mit dabei aus Stuttgart. Rise Up zusammen auf eine geile Show. Leider heute hinter der Maschine statt hinter der Kamera. Schön aufpassen, bitte nicht, dass du dir die Finger abhackst oder dich verletzt. Welche Maschine? Ich. Kevin ist doch hier. Ach so. Oh. Oh. Waren wir bei hinter der Maschine. Ach so, ja. Können wir das lassen, bitte? Ja, können wir das lassen. Klodowik73, Rise Up von der A8. Oh Gott, bitte, bitte nach vorne gucken, Klodowik. Henry Hof ist mit einem Moin dabei. Der Facebook-User, der Anonyme. Ja, wir sehen euch leider immer nicht. Ja, und mit einer Moin. Und Daniel Schmidti mit What Up, Butches. Ja, ich lese es mal 1:1 so vor. Ja, Maschine und keine Ersatzteile. Kommt gleich der kleine Seitenhieb. So, wisst ihr Bescheid? Ja, Daniel hat gesprochen. Ja, Daniel hat gesprochen. Wisst ihr, wo das Zitat herkommt? Ich habe gesprochen. Na gut, so. Alles gut soweit, Jungs? Seid ihr bereit? Wollen wir uns um den Mock-Draft kümmern? Ja, let's go. Lass uns mal rein da, ne? Wir haben ja heute hier so einen Quarterback-affinen Guy mit drin. Ich habe ein bisschen Angst. Ich sag, wie es ist. Ein bisschen Angst. Wo ist denn eigentlich Kevin jetzt hin? Warum ist denn jetzt rausgeflogen? Der kommt gleich wieder. Der hat hier ein paar Hörprobleme gehabt. Ach, hat er gerade Hörprobleme gehabt? Okay, dann kommt er gleich wieder. In der Zeit können wir drechseln mit Martin Preller begrüßen. Hallo aus Tübingen, Rise Up. So, da ist der Kevin wieder zurück, hat die ganze Sitzordnung durcheinander gewürfelt. Weiß auch nicht. Ich habe irgendwie Santo einfach nicht mehr gehört. Dominik und Kevin konnte ich verstehen. Wunderbar. Ist ja nicht schlimm. Ich schreie auch so, sagt Santo immer. Ja, dein Mikro ist einfach zu laut. Ja. Können die Podcaster bestätigen.
Jetzt alles wieder gut. Jetzt alles wieder gut. Okay. Leute, lasst uns keine Zeit verschwenden. Der Mock könnte etwas dauern. Ja, ich habe mal in die Videobeschreibung den Link reingepackt für all diejenigen, die vielleicht noch das noch nicht gemacht haben oder das vielleicht machen wollen. Einfach runter, bei YouTube zumindest ist er zu finden. Ja, selber raufklicken und gucken, was ihr so hättet. Wir nehmen natürlich die Falcons an 8 und schauen mal, was da so nein, geht. Nein. Du warst zu schnell, Santo. Du hast nur 3 Runden ausgewählt. Wirklich? Der ist so, der ist so wild immer drauf. Gerade eben stand da noch 6. Also ja, wir haben ja nur 6. Machen wir mal 7, falls wir jetzt einen Trade machen und vielleicht einen 7-Punkt-Pick kriegen. Man weiß ja nie. So, also jetzt noch mal. Entschuldigung, wild, wir machen es nicht ganz so schnell. Ja. Ich muss noch ein bisschen was sehen. So, jetzt sind wir drin. Also, die Jaguars sind on the clock. Clock, wie es so schön heißt. Wollen wir irgendwie in die Top 8, also Top 7, rein traden? Habt ihr da irgendwie Interesse dran? Damit es dann nicht besser wieder auf den Sack kriegen, dass wir nicht Walker nehmen. Genau, oder um letztlich dann doch Jordan Davis zu nehmen, an 2. Nein, gibt es Interesse? Nee. Wollen wir da traden? Wirklich nicht. Spiel. Wir machen nicht den Dimitrov. Warte. Oh. Kevin, irgendwie Ängste, dass ein guter Quarterback vorher weggeht, oder können wir einfach machen? Ängste nicht, aber ich glaube schon, dass vor unserer 8 ein Quarterback weggeht. Okay. Wollen wir gucken, was passiert? Haben immerhin die Lions mit Quarterback Need, die Texans mit Every Position immer noch. Das ist das Geilste, was ich je gesehen habe. Ja, das ist also alles. Das ist echt gemein. Ja, die Panthers. Ja, wir natürlich auch. Also von daher wäre das ja jetzt mal gar nicht so abwegig. Aber mal gucken, ob wir an 8 jetzt eine nehmen. Wir starten mal den Draft. So, zack, 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 zack. Gucken wir mal, was. Boah, ist das wieder weg. Weggegangen. Alle sind wieder weg. Hutchinson an 1, Thibodeau an 2, Hamilton an 3, Ekwonu an 4, Gardner, unsere Soße an 5, Stingley an 6, Evan Neal, der Tackle an 7. Wir sind on the clock. New Kids on the Block, on the clock. Wollen wir uns die Trades mal angucken? Mhm. Oder habt ihr hier einen, den ihr sagt, hier mit Charles Cross, den müssen wir nehmen? Wäre ja mal auch nicht unsexy, oder? Ich meine, wir haben zwar jemanden Neues ins Team geholt, der mit Gary da so ein bisschen konkurrieren will und soll. Wir wählen es noch nicht vorweg, für die es noch nicht wissen, aber wäre das nicht was? Ich werfe es mal in den Raum. Cross? Nee. Nein. Also, nee, nicht an 8. Nicht an 8? Meine Meinung. Er ist ja, nur nochmal zur Erklärung für die, die es vielleicht noch nicht gesehen haben, ja, gerankt an 5 und wird im Durchschnitt an 8, also an 9 genommen. Würde passen. Also zumindest, wenn man dem Algorithmus von PFF hier Glauben schenkt. Aber ihr seid nicht so begeistert. Also die Trades angucken? Bitte. Ja? Bitte. Okay. Minnesota will von 12. Wollen wir mal gucken, was wir bekommen, wenn wir von... Für 12 werden wir nicht viel kriegen. 4 Plätze runter. Ist nur zu wenig, wa? Also, Drittrunden-Pick höchstens. Wollen wir mal gucken, was wäre beim Zweitrunden-Pick? Sind es nur noch 42%? Man sieht es hier unten, ja, ob es funktionieren könnte oder nicht. Drittrunden-Pick würde akzeptiert werden. Wollen wir noch was drauflegen? Was ist denn noch an Trade-Angeboten da? Guck doch erstmal bitte. Buffalo an 25. Oder an 25, die Bengals auf 31. An 25 würden wir 2 Erstrunden-Picks kriegen. Wollen wir mal die Bills gucken? Weißt du das? Das ist so dieses Value in etwa. Hm. Ich würde sagen, sogar den nächstes Jahr noch, und ich würde sagen, eine Drittrunde ist auch noch drin. Wir haben bei 84%. Dominik hat schon öfter mal einen Draft gemacht. Ja, ich hab mir jetzt letztens, weil letzte Woche das Thema war mit den Saints, was die für ein Draft-Value haben, bin ich mal diese Tabelle durchgegangen und ich habe mal geschaut, ab wann wir was kriegen würden. Und deswegen weiß ich so, ab den 20ern, das sind dann ja so ungefähr 12 Plätze, die wir runtergehen würden, jetzt ja mehr sogar, da wäre schon so das Value drinne von 2 First und einem Dritten. Wenn du gut bist, noch einen Zweiten. Ich habe jetzt hier noch den 168er mal draufgelegt. Die 89 würden wir bestimmt auch noch kriegen, anstatt 168. Ah, dann wird es schon 42%. Das finden die Bills nicht ganz so sexy. Ja, hier hätten wir 71, den 130er.
Mhm. Wollen wir es probieren? Ja, machen wir. Aber dann wären wir auf 25. Das wäre ja mal ganz wild. Ja, dann wären wir so, aber in Wide Receiver Range, würde ich fast behaupten. Alles Burks. Burks vielleicht. Every Position. Naja, Burks ist ja raus. Das wollte Kevin ja nicht mehr. Ach ja. Ja, ja. Der einzige richtige Verfechter für diesen Wide Receiver ist jetzt ja auch weg. Also. Ist es, wollen wir das gucken? Ich meine, das ist natürlich jetzt ein bisschen unsexy. Hätten wir jetzt nur zwei Picks, die wir jetzt picken können, und die nächstes Jahr wird sich jetzt der Mock-Draft-Simulator hier nicht merken. Aber wollen wir es trotzdem machen? Oder wollen wir lieber mit den Vikings? Ich würde das schon machen mit dem Bild. Also noch einen neuen First dazu kriegen ist immer geil. Vor allem für nächstes Jahr dann. Das ist schon gar nicht verkehrt. Wir würden hier, wenn wir die 203 nehmen, auf 67 gehen mit der Chance. Dann nimm die 231, haben wir den in die 7. noch drin. Wir haben noch 7 Runden, weißt du. Nimm 63% mal aus. Das ist ein Pick von uns ehemals. Ja, eben. Und unser Siebrunden. Den holen wir uns zurück. Wollen wir versuchen? Mama. Gerne. Offer Trade. Accept. Ja! Ja, voll. 6 Picks wieder gekriegt. Manometer. 6 Picks für einen First Rounder. Gehen wir mal rein. Mal gucken, was die Bills genommen haben. Ach, ist das schön. So, jetzt sind wir an 25. Und wir gucken erstmal, was weggegangen ist. Was wollten denn die Bills unbedingt haben? Walker. Wen sonst? Okay, der erste Quarterback ist an 11 weg, wenn ich jetzt das richtig gesehen habe. Leider hast du verloren mit deiner Wette. Malik Willis. Karlaftis an 13, London an 14. Naja, Olave zu den Saints. Devin Lloyd hier, Linebacker weg. Jordan Davis zu den Steelers. Leider weg. Akobi Dean weg. Lindebaum und der Cornerback. Andrew Booth. Wenn ich richtig gesehen habe, Burks noch da, ne? Mhm. Burks ist noch da. Burks ist da. Raymond ist da als Tackle. Oyabo ist da. Sam Howell für Kevin. Ich kann ja gar nicht mal erklären, warum ich dieses Jahr, weil ich mach's jetzt einfach. Also, ist ja kein Geheimnis, dass wir jetzt mittlerweile im Quarterback-Rennen sind. Egal welches Jahr. Ne? Und mein Problem ist halt einfach nur, ja, nächstes Jahr könnte es durchaus passieren, dass wir wieder sehr hoch picken werden im Draft und die Quarterbacks sehen besser aus, sage ich mal, als die in der aktuellen Klasse. Mein Problem ist einfach nur, okay, hey, willst du dich darauf beschränken und sagen, hey, wir probieren es mal und sagen, nächstes Jahr sind die Quarterbacks besser, die werden uns auf jeden Fall tragen können. Und mit der Hoffnung, dass das ein Franchise-Quarterback wird. Oder du probierst es dieses Jahr mit einem Quarterback, der vielleicht noch tiefer fällt wie jetzt. Wir haben jetzt fast alle Quarterbacks zur Auswahl. Und an 25, finde ich, wäre ein Pick wie Sam Howell oder ich glaube Ridder ist auch noch da, völlig verkraftbar, um zu sagen, wir probieren es. Vielleicht klappt es ja mit dem. Der hätte ein Jahr Zeit hinter unserem aktuellen Quarterback zu lernen. Weil sowieso, also wenn du den ins kalte Wasser jetzt wirfst, dann wird er sowieso ertrinken, weil wir absolut keine Struktur haben. Blub, blub, blub. Aber das ist zumindest meine Einstellung. Lieber jeden Quarterback mitnehmen, den man kriegen kann, als immer nur auf einen zu wetten. Da sage ich dir mein Problem damit. Als First Rounder kriegst du automatisch, vor allem als Quarterback, einen fetten Vertrag. So oder so. Und wenn er nicht zündet, dann hast du schon wieder irgendwo Geld festgemacht auf einer Position, wo du wirklich nicht rotieren könntest. Ne? Wie zum Beispiel Wide Receiver, der macht mal so und so viele Snaps, der Edger macht mal so und so viele Snaps. Da ist mir dieses Geld zu fokussiert einfach in dem Augenblick, falls er bustet. Wie teuer sind denn die Rookie-Quarterback-Verträge? Weißt du das jemand aus dem Kopf? Das geht also sind die so Draft-Position, oder? Meistens was schon. Pitts bekommen? Waren das nicht letztlich Signing-Bonus irgendwas um die 20 Millionen? Ja, Pitts kriegt im Jahr ungefähr 9 im Schnitt. 9? Und dann hat er aber irgendwie nochmal, hat er nicht nochmal 20 irgendwie extra gekriegt? War das nicht so? Nee, ja, das ist ja sein Capit, meine ich, den du hast. Ach, das war der Capit. Und dann müsstest du bei Mitte 20 haben die dann, weiß ich nicht, 4 oder irgendwie sowas. Mhm. Ist nicht so viel. Aber
ja, ich bin immer noch einfach ein Fan davon, das Team aufzubauen, bevor ich irgendwie überhaupt einen Quarterback nehme. Weil, also jetzt einen Sam Howell oder Ridder jetzt an der Position nehmen, hast du, ja, dann würde ich stattdessen lieber einen Treylon Burks nehmen oder selbst einen Bernard Raimann, um die Line halt zu stärken, um die Spieler aufzubauen. Damit du dann nächstes oder selbst übernächstes Jahr, man muss ja nicht drauf festlegen, halt in 23 dann überhaupt einzunehmen, je nachdem wie Mariota spielt, dass wir erstmal ein Team haben und eine vernünftige Struktur, wo der überhaupt erfolgreich sein kann, weil das ist jetzt ja überhaupt nicht gegeben. Dieses Jahr sowieso nicht und auch nächstes Jahr wird das noch, da wird das zumindest besser werden, ja, aber weiß ich nicht. Ich bin dafür erstmal Spieler irgendwie, wo es geht, halt verpflichten, sein und erstmal was aufbauen, damit wir eine Struktur für ihn haben. Also versteht mich nicht falsch, an 8 würde ich dieses Jahr keinen Quarterback nehmen. Aber wenn wir zum Beispiel wirklich realistisch gesehen so einen Trade machen würden mit den Bills, ich glaube, ich würde es probieren, bin ich ganz ehrlich. Ich hätte dann lieber einen Bust als Quarterback jetzt, bevor wir dann nächstes Jahr oder die nächsten 4 Jahre einen Bust als Quarterback haben und so die Picks halt verschwenden. Und das ärgert mich auch an dem Matt Ryan Trade allgemein. Wir waren in so einer guten Position, fand ich, das Team aufzubauen und dann Matt Ryan in den Ruhestand zu schicken und dadurch dann halt mit dem Rookie-Quarterback anzufangen. Alles ging kaputt. Ganz Planung. Zumindest meine. Ich sage, ob du jetzt Matt Ryan oder Mariota hast. Team musst du trotzdem aufbauen. Klar ist das ein Downgrade auf der Position als solches, aber ich glaube, das ändert nichts daran, dass wir trotzdem erstmal das Team aufbauen sollten. Oder wollen. Ja, klar, auf jeden Fall. Ja, die Frage ist, gibt es einen Spieler jetzt, der da steht, den wir jetzt bekämen, der mehr Value, wie es so schon heißt, hätte, ja, und uns vielleicht in der Defense zum Beispiel weiterhelfen würde, zum Beispiel, als jetzt ein Quarterback, ad hoc, so, ja. Von daher, ich hätte auch ein bisschen Bauchschmerzen, jetzt einen Quarterback zu nehmen an 25, ja. Auf 43 könnte man eher reden, würde ich sagen. Aber jetzt, ich meine, wir haben ja einen Übergangs-Quarterback. Ja. Also so wie das Board gefallen ist, ich sag mal, ich bin no Fan auf Lewis Sein. Es ist nicht der Safety meiner Träume, muss ich einfach sagen. Ja. Weiß nicht, wie Kevin das vielleicht so sieht. Ist nicht so der Safety meiner Träume jedenfalls. Vor allem glaube ich nicht, dass der vom Spielertyp uns fehlt. Ist ja ähnlich, sage ich jetzt mal, ähnlich wie Richie Grant. Also eher ein Free Safety und ein Slot. Und wenn, würde ich einen Safety nehmen, der eher ein bisschen mehr Physis reinbringt. Ja, Zustimmung meiner Seite. So, bei Ojaro ist halt das Problem mit seinem Achillessehnenriss, der wird die ganze Saison, denke ich mal, raus sein. Zumindest spät erst wiederkommen. Aber und es ist eben ein Projekt, der Spieler an sich. Und ich weiß nicht, ob der in unserem Team dann irgendwie kann natürlich auch sich gut entwickeln. Also ich persönlich würde jetzt einen Wide Receiver nehmen. Das ist Ende erste Runde. Du hast die 50-Option mit drin. Jetzt nur die Frage, wirklich, ob Sky Moore als fertiger Roadrunner oder als Burks halt eher so als physisches Projekt. Und dann denke ich mal eher, dass auch so Arthur Smith eher auf Burks setzen würde. Ich persönlich auch, finde ich einfach sehr, sehr cool als Spieler. Ja, das ist auch meine Überlegung. Nach letzter Woche habe ich mir auch Romeo Doubs nochmal richtig angeschaut. Und der geht ja dann später auch so in Richtung Roadrunner eher so ein bisschen. Ich glaube, der hat mal Outside ein bisschen mehr angefangen, ist aber immer mehr Inside in Slot auch gegangen später. Fand ich ganz interessant. Und ihn in Kombination mit Burks kann ich mir vorstellen. Und Doubs, den kriegst du ja wieder in Runde 4 vielleicht sogar, wenn du Glück hast, dass er durchrutscht, vielleicht Ende Runde 3. Dann hättest du zwei unterschiedliche Receiver gedraftet. Geh dein Herz nicht auch ein bisschen auf, Kevin, wenn du Treylon Burks da siehst, bald in Falcons-Uniform? Ich finde ihn so klasse. Können wir dich überzeugen für diesen Pick? Du, am Ende, wenn wir keinen Quarterback picken, ist mir das, ist das für mich auch okay. Es ist nur meine Überlegung, was für mich aus meiner Perspektive das Beste fürs Team wäre. Aber ein Treylon Burks ist natürlich auch sexy. Hätten wir 3 Stimmen,
ich am Abzug, würden wir Traylon Burks einloggen. Einloggen, dankeschön. Bucht ihn mal ein bei uns im Team. Wir buchten ihn mal ein. Dann kommt er nicht mehr raus. Also, wir draften Traylon Burks an 1. Ja, so, sehr schön. Haben wir auch direkt ein Need bedient, was wir nicht brauchten, laut PFF. Großartig. Kevin, wir guck mal, wer da noch ist. Gucken wir. Aha. Jetzt hätten wir theoretisch einen Quarterback-Option. Ja, da bin ich nicht zu. Da kann man mich nicht überreden. Wen willst du denn lieber haben? Also, für mich ist mein Quarterback 1 auf jeden Fall Ridder dieses Jahr. Dass er so tief gefallen ist jetzt in dem Mock-Draft, finde ich ein bisschen krass. Ja, um die 40 kann ich mir nicht vorstellen. Aber ich finde ihn von allen Quarterbacks dieser Klasse am weitesten. Also ich verstehe auch nicht, was so viele an ihm bemängeln. Klar, der hat diese starken Aussetzer, formuliere ich das jetzt mal ein bisschen. Aber das sehe ich zumindest, könnte man wegtrainieren. Zumal er schon bewiesen hat, dass er lernen kann und sich verbessert. Was bei den anderen Quarterbacks so nicht der Fall ist, finde ich. Jungs, also die anderen alle beiden. So leise. Irgendwie ich merke ja, schon, die du Quarterbacks hast hier, gefallen euch alle nicht, ne? Du hast ja also auch gerade Ridder, mit seinen blöden Würfen. Ey, da war so viel dabei, wo ich mir manchmal an den Kopf gefasst habe an Interception, ja, wo ich so dachte, oh nee, wie konnte er den jetzt übersehen, so in etwa? Also, ich verstehe dich dabei auf jeden Fall, wo du sagst, er ist entwicklungsfähig, weil das hat er wirklich in der College-Zeit gezeigt, da hast du recht gehabt, ne? Er hat sich da wirklich von ganz, ganz tief, ein bisschen höher geholt. Er ist ja nicht umsonst mit dem Top-Tier drinne. Ja, er ist ja nicht umsonst im Top-Tier mit drinne, der diesjährigen Quarterbacks. Aber ich sag mal so, der Floor ist aber auch nicht gerade sehr hoch bei ihm. Also der kann schon echt richtig basten, ey. Weiß ich nicht. Also wenn wir jetzt uns entscheiden müssen zwischen ihm und Coral. Ich würde Coral nehmen sogar. Ja. Ja, wer von den beiden hat mehr Upside? Denke ich, Coral hat mehr. Ridder könntest du vielleicht jetzt noch mal reinsetzen. Bei Coral kannst du noch, denke ich zumindest, dass da noch ein bisschen mehr hintersteckt, obwohl der ja überhaupt nicht pro-lastiges Offensive-Scheme gespielt hat bei Mississippi. Das ist ja auch immer sehr, sehr schwer. Irgendwie 30-40% RPOs und sowas, das gibt es ja in der NFL gar nicht. Aber das kannst du auch bei Ridder sagen. Ich meine, wie wäre Cincinnati gelandet ohne ihre Defense? Das, ja, klar. Er hat die Offense nicht auf ein neues Level gehoben. Ridder hat aber auch nicht die Playmaker unbedingt. So, Ridder, aber niemanden dort. Alec Pierce ist eine Maschine. Zumindest ein halber. Nein, aber wir nehmen Quarterback. Wenn die schon mal in die Runde 2 fallen, machen wir mal was. Ein bisschen was Gewagteres hier. Ja, guck mal, schön. Oder? Ist nur die Frage, wen von den beiden? Matt, weil. Dann lass Ridder nehmen. Ja, kommt Ridder. Ne? Also, Kevin nicht ganz leer ausgeht hier. Ich merke an, ich bin nur ausführendes Organ, ja? Also nur, dass ihr es wisst. Mache das, was ihr mir sagt. In dem Falle seid ihr für Ridder. Okay. Traumszenario für Kevin. Kriegt Traylon Burks, kriegt Desmond Ridder. Das ist ja der Draft für dich. Du kommst wieder, ja. Hast ja alles. Sollte ich auch mal 2 Monate Pause hier machen. Bei Dominik reichen 5 Minuten auf der Terrasse. Ja, dann ist zumindest der Lebens... Wie war das? Die Memoiren fertig. Gut, also wir nehmen Ridder. Richtig? Yep. Habt ihr es gehört da draußen? Wir nehmen einen Quarterback in Runde 2. Okay, ist gedraftet. Zack. Jetzt geht's weiter an Nummer 58. Können wir nochmal über Nick Bonito sprechen, den wir so letzte Woche so ein bisschen außen vor gelassen haben? Mhm. Ich habe ja, wie gesagt, nach letzter Woche ein bisschen intensiver nochmal damit beschäftigt. Der kommt ja aus einer 3-4-Defense und war mal
Outside Linebacker. Ne? Ich finde den schon für unser Scheme gar nicht so verkehrt, den Typen eigentlich. Mag ich schon sehr gerne. Was bei ihm, glaube ich, so das Problem ist, sind irgendwie die Maße. Ich glaube, die passen bei ihm nicht so ganz. Ne? Kurze Arme, keine Kekse, so in etwa. Ne? Ja. Ja. Das ist ja bei ihm das Problem. Also, ja. Er ist halt undersized einfach für einen Edger in der NFL. Und also, aber er hat wiederum die besten, von PFF, die besten Pass-Rush-Grades ja. des ganzen Landes. Von allen College-Spielern. Ich weiß, ich weiß. Das fand ich schon beeindruckend. Er hat auch seine Sex-Anzahl erhöht, Jahr für Jahr. Ich glaube, 388 oder so waren so die letzten Jahre von den Sex. Und ich glaube, seine Hurries, Quarterback-Hurries, waren auch ganz ordentlich, wie er sie gesteigert hat. Finde ich gar nicht so schwach. Ne? Ich habe halt bei solchen Edgern immer so ein bisschen die Befürchtung, dass sie sich halt nicht durchsetzen können, weil er zum Beispiel nur vom Speedrush lebt und keine Power da irgendwie hinterbringt. So. Ja, er ist nicht so, auch nicht der große Techniker, ja. sage ich mal. Ja. Ne? Da hast du aber zum Beispiel auch so im Gegensatz, ich glaube, der kommt ein bisschen später, mit DeMarvin Leal jemanden. Er ist für seine Größe, ja, hat er ja richtig flüssige Bewegungen, ne? Ja. Ich glaube, der hat auch mit die besten Pass-Rush-Moves, meiner Meinung nach. Dem fehlt es aber dafür wieder an Explosivität irgendwie. Ist ne? aber auch ein Inside-Rusher. Ja, ist gewechselt, glaube ich, Inside, ne? Ja, ja. Er wäre ein 3-4 D-End, also spielt quasi neben unserem Nose-Tackle. Aber ich glaube, wir brauchen eher einen richtigen Stand-Up-Rusher. Also Bonito wäre ein richtiger Scheme-Fit. Ich halte halt super viel von Enoch Bare, weil er in der SEC gespielt hat und da zwei Jahre super gegradet wurde. Und wenn du halt mindestens ein, zweimal im Jahr gegen Georgia und LSU und Alabama spielst und da trotzdem gut spielst und ich meine, South Carolina hat jetzt kein Team, was richtig Bäume ausreißt, dann fehlt das schon relativ beachtlich. Ich könnte mit beiden leben. Sage ich einfach, wie es ist. Ich finde auch Enoch Bare richtig geil, nachdem du den vorgestellt hast und ich mir jetzt ein bisschen was von ihm mit angeguckt habe, ist ein geiler Rusher, ohne Frage. Ich plädiere jetzt auch nicht auf Nick Bonito, nur ich wollte es mal erwähnt haben, weil wir letzte Woche so ein bisschen ihn übergangen haben und vielleicht wissen es nicht alle, die uns zuhören oder so. Nick Bonito wäre ein geiler Scheme-Fit einfach so, ne? Von seiner ganzen Geschichte auf dem College, wie gesagt, als Outside-Linebacker angefangen in einem 3-4. Gar nicht so uninteressant einfach. Aber, wie gesagt, Enoch Bare, super Rusher auf jeden Fall. Hätte ich null Bauchschmerzen mit den zu ziehen. Falls jemand übrigens eine Player-Comp haben will für Bonito, das Aziz Ojulari letztes Jahr Giants auch in der zweiten Runde gepickt. Die kann man sehr gut miteinander vergleichen. Beide undersized outside Rusher und Ojulari war ja relativ produktiv auch dieses Jahr. Muss aber auch ins Scheme wirklich reinpassen. Also Henry Hof schreibt, ach, ein Linebacker wäre auch verkraftbar. Ich glaube, das hat er aber für Runde 1 schon geschrieben gehabt. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, wann das kam. Ja, wenn also Bonito Linebacker sich, außerhalb, was wolltest du sagen? Ja, ich wollte gerade sagen, wenn es die Transformation stattgefunden hat von Linebacker auf Edge, ja, dann habe ich damit weniger ein Problem, als wenn wir Experimente in die andere Richtung versuchen. Ja, das würde ich nicht ganz so begrüßen. Mhm. Ja, deswegen wäre ein Bonito für mich okay, Enoch Bare für mich auch okay, egal welchen wir uns aussuchen. Hauptsache, wir fangen jetzt mal mit der Defense an, weil ich glaube, da haben wir so mit die größeren Baustellen. Ja, auch wenn ihr jetzt eure Playmaker für die Offense gefunden habt, ja toll, aber die dicken Fische müssen im Defense-Teich gefischt werden. Also lasst uns bitte mal langsam einen vernünftigen Defense. Nehmen wir Bonito. Damit wir mal ein anderes Bild haben einfach, damit wir über den gesprochen haben und so. Linebacker kommen später noch welche, die ich interessant finde. Also, aber jetzt würde ich langsam echt einen Edger nehmen. Bonito. Ja. Bonito. So, fertig. Haben wir. Und weiter geht's. Pick Nummer 74. Da ist das noch übrig. Ein Quarterback. Carson Strong. Ist zu sehen, aber wir haben ja jetzt einen. Linebacker Asamoah, Joseph der Safety, Perham der Guard,
Beavers, ein Linebacker von Cincinnati. Dish. Pierce, ein Wide Receiver. Tendl. Also ich habe für die späteren Runden oder beziehungsweise so jetzt ab Runde 3 und 4 habe ich zwei Stück, die ich ganz interessant finde. Tindall finde ich gar nicht so schlecht. Ist einer, der in Blitz-Scheme reinpassen würde, weil der auch sehr über Geschwindigkeit kommt. Und später, über den haben wir auch letzte Woche schon geredet, den habe ich mir jetzt nochmal angeguckt, dieser Jojo Doman. Einfach auch, weil der wirklich vom Safety zum Linebacker den Schritt gemacht hat und ganz viel als Slot eingesetzt worden ist. Aber Doman kommt deutlich später erst. Die beiden. Ja. Mit den beiden könnte ich in den späteren Runden echt leben als Linebacker. Ich frage mich halt immer beim Linebacker, wenn unser Linebacker-Core so bleibt, also mit Dion Jones und Evans und Walker, ist dann wirklich der Need da, Runde 3, 4 schon einzunehmen? Ist die Frage. So, das ist so, ja, das weiß man ja nicht. Also noch gehen wir davon aus, dass Dion Jones bei uns spielt. So, dann hast du halt ihn als Will, also als Coverage-Linebacker und Evans halt als Middle-Linebacker. Walker immer noch als Rotational-Guy, falls irgendwas ist. Ja, gut. Würde ich, ist halt okay. Aber ja, weiß ich nicht. Ist auch halt die Frage, wo du hin willst. Willst du wieder einen haben wie Uluken, der viele Tackles setzt und so, nimmst du ja Tindall. Und wenn du Jones nachher setzen willst in der Coverage, würde ich zu Doman gehen nachher, ja. Weißt du? Das sind so. Ja. Ja, oder du nimmst halt einen anderen Spieltyp und nimmst Beavers. Das ist halt ein richtiges, richtiges Viech. Ja. Mit Beavers konnte ich nicht ganz so viel anfangen, irgendwie, weiß ich nicht. Ich finde ja ein klassischer Mittellinebacker, ne? Das ist ja wieder, weil man so Pass-Heavy spielt, weiß ich nicht, ob der so gut in die NFL dann direkt reinpasst, aber. Kevin. Spannend. Mit's mich? Ja, weil du hast jetzt schon lange nicht mehr deinen Hut in den Ring geworfen, dachte ich, lass dich auch mal reden. Das ist sehr lieb. Es hat aber einen Grund. Ich kenne mich mit den späten Runden nicht so gut aus. Also da hatte ich nicht so viel Zeit dieses Jahr für. Deshalb vertraue ich auf eure Expertise und sage einfach mal, wir sollten vielleicht noch irgendwas in der Defense nehmen. Nehmen wir einen Linebacker. Klingt Linebacker. Doch gut, ja. Also nach dem Board zu urteilen, wäre auf jeden Fall ein Linebacker jetzt wohl das nächste. Ja, ist irgendwas mit Asamoah passiert, dass der so tief gefallen ist? Ja, stimmt, ne? An 39 gerankt und an 62 genommen, normalerweise. Ja. Gab's da irgendwie eine Verletzung? Das ist auch mit dem Nachnamen, da kann Dominik einfach auch nicht mit umgehen. Ach so, deswegen. Es gibt so Spieler, die fallen einfach schon kategorisch raus. Da entwickelt er so ein Neglect. Ja, das kann er einfach nicht lesen. Ja, da steht einfach nur Brian. Ja, und mehr steht da nicht für ihn. Verstehe. Na gut. Lassen wir mal Vergleiche in den Rundball weg und gucken mal, ob wir in Richtung Defense noch was Schönes finden, womit wir uns anfreunden können. Wäre tatsächlich jetzt Safety. Ja. Die Safety-Klasse irgendwie, ne? Nee, ist auch eher irgendwie. Recht. Ja. Also ich glaube, Linebacker wäre schon nicht verkehrt. Dann könnte man auch nach dem Draft sagen, Dion Jones kann es weggehen. Finde ich gut. Sehr gut. Finde ich gut. Da hast du Kevin auf jeden Fall wach. Guck, Kevin kriegt alles, oder? Der Wahnsinn. Ja, heute finde ich gut. Wäre Dominik mit dem Asamoah jetzt okay oder wollen wir da eher auf Beavers bzw. Tindall gehen? Es ist mir gleich. Es ist nur so, dass ich einfach mit Tindall und Doman sagen wollte, dass die mir nochmal explizit für spätere Runden beim Schauen der Tapes in die Augen gefallen sind. Ich habe jetzt nichts gegen Beavers oder Asamoah. Nur ich fand die jetzt nicht. Mir fehlt da so die spezielle Rolle für die irgendwie in unserem Scheme. Und deswegen war ich so bei Tindall so als ein bisschen Uluken, Blitzer-Ersatz und bei Doman so beim, ja, Dion, hau ab. Wir probieren es mit Doman mal, der notfalls auch mal im Slot spielen kann. Deswegen sind die beiden mir in diesen Runde 3, Runde 4 Picks so circa. Wir können gerne auch Tindall nehmen. Also
Georgia, dann haben wir wieder hier beruhigt. Auch gut, ja. Ja, ja. Wir müssen auch ein bisschen an die Fans denken. Machen wir mit Tindl. Haben wir einen Georgia Native abgehakt. Fantastisch. So. Großartig. Linebacker. Drin ist er. Mal gucken. Ein paar Plätze weniger, mehr und jetzt sind wir schon wieder in dem gleichen Dilemma. Hat sich nicht viel getan an Bord. Immer noch die gleichen Gesichter hier zu sehen. Ja, jetzt ist die Frage, ob man sich vielleicht mal Richtung Cornerback umschaut. Da haben wir ja auch noch gar nichts bedient. Wir nehmen jetzt einfach Corner würde ich persönlich. Also jetzt reicht's auch mit den Wünschen. Willst du jetzt so ein kaputtes Knie da auch noch ins Team holen? Hat der Carsten Strong gesagt? Ja. Ja, okay. Ich hab's nicht gesagt. Arm. Also da kann man nicht. Ja, das ist richtig. Aber der hat auch keinen. Strong, ne? Ja. Strong. Der hat aber auch so ein kaputtes Knie, dass er nicht mehr laufen kann. Ja, gut. Super. Ich meine, es soll ja auch nur werfen. Ich wäre tatsächlich für einen Tackle. Für einen McGarry-Ersatz. Zach Tom finde ich mega interessant. Der hat ja wirklich in einer der passlastigsten Offense gespielt überhaupt auf dem College. Und hat einen 88,4er Pass-Blocking-Grade. Das sieht nach was aus. Obwohl ich 92 sogar, nicht nur 88. 88 war, glaube ich, sein Insgesamt-Grade. 92er genau. Bei ihm weiß ich halt nicht, ob der nicht eher nach innen rücken wird. So als Guard oder so. Ist halt zu schmal für. Wenn er schon, ich glaube, der wurde irgendwie mit knapp über 300 oder sowas, glaube ich, auch gemessen. Das ist zu schmal für einen Guard. Kellen Diesch wäre halt auch nicht schlecht. Hat bei Arizona State, aber der hat auch in der Sicht sehr gut O-Line gespielt. Zach Thomas, super interessant. Gerade weil der, ich weiß halt, ich kann halt Arthur Smith nicht richtig einschätzen, was er bei seinen Tackeln sucht. Also ob er eher, sag mal, physischere haben will, wobei hätten wir Matthews halt nicht verlängert. Eigentlich würde Zach Thomas schon passen für einen Outside-Zone. Zach Thomas hat ja gestartet auf dem College als Center. Ja. War auch ganz interessant. Und letzte Saison hat er pro Spiel oder so, weiß ich nicht mehr, nicht mehr als einen Quarterback-Hurry zugelassen. Sato, wärst du auch zufrieden mit dem Tackle? Naja, ich habe halt gesehen, was wir uns diese Woche oder letzte Woche geholt haben, gerade um die rechte Seite aufzubolstern. Und wenn ich so sehe, was es an Value gibt, beziehungsweise wo wir eigentlich stehen, frage ich mich, ob wir nicht noch einen besseren Spieler bekämen, als einen dritten Tackle dann letztlich dazu haben, der möglicherweise erst übernächstes Jahr daran kommt, wenn überhaupt. Tiefe ist natürlich nicht verkehrt. Ja. Edger würde ich halt auch richtig fühlen, aber ich gehe mal rauf, was es an Edger noch gibt, weil wenn der da schon Edger, so wenig. Achso, das dauert lange, bis hier ein Edger kommt. Da, der nächste ist D'Angelo Malone. Da will Bonito. Brauchen wir keinen Malone. Das ist ungefähr kein Malone. Typ. Was ist mit hier? Fidarian Mathis. Haben wir sogar eine Vorstellung gehabt. Von Alabama. Aber der hat halt der hat auch kein hohes Ceiling. Also Mathis ist halt quasi ein Durchschnittsstarter. So. Und das ist wieder so ein Interior. Und ich glaube, da haben wir halt mit Jared und Davidson haben immer noch. Wir haben Taquan immer noch. Wir haben Rush ja verlängert als Nose Tackle. Hätte lieber ein Edge, aber da ist keiner auf dem Board, wo man jetzt unbedingt was nehmen soll. Damone Clark, glaube ich, hatten wir den nicht über den gesprochen? Ja, ist aber die ganze Saison raus, hatten sich am Rücken verletzt. Ullala. Ah, oder wir nehmen, da habe ich doch einen Romeo auch noch schon gesehen. Romeo Dobbs, aber da bin ich mir sicher, dass du den in Runde 4 immer noch kriegst. Bei 114. Da müssen wir ja richtig, richtig drauf pokern. Müssen wir pokern. Wir könnten auch unseren einen Siebtrunden-Pick abgeben, um ein bisschen hoch zu traden auf 105. So, ja gut. Ob du dafür was kriegst? Eieieiei. Ich glaube generell ein Safety, Grant Hawkins, wir haben immer noch Harris und Marlowe. Also wenn, würde ich dann Safety früh nehmen, wirklich. Also Ende erste, Anfang zweite Runde. Aber jetzt so mittendrin. Wide Receiver wäre, glaube ich, schon ganz cool. Oder ein Tackle.
würde ich wahrscheinlich auch Wide Receiver hier gehen, wenn ich ehrlich bin. Nee, aber das ist mir so offense-lastig. Na gut. Naja, guckt ihr mal unsere Offense an. Naja, stimmt schon. So, keine Ahnung. Wenn ich immer an Auden Tate und Damir Bayard und Kadarius Hodge denke. Aber Kevin, denk dran, was wir vorhin besprochen haben. Christian Blake ist noch Free Agent. Wir können ihn uns verschlucken. Er hat's gejinxt. Oh, ja, das ist alles schwer hier. Das ist ja schwer hier. Ja. So, wenn wir von dem, dann nehmen wir Daubs. Den mag ich. Daubs? Mhm. Kevin? Dominik? Gut. Ich hab ja vorhin für ihn geworben. Aber ich glaube immer noch, dass wir ihn in Runde 4 kriegen. Okay, dann nehmen wir vorher was anderes. Er ist davon überzeugt. Lass uns Daubs jetzt nehmen. Wir sind jetzt hier schon eine halbe Stunde nur an Runde 3. Lass uns Daubs nehmen. Na gut. Vielleicht fällt ja Zach Tom. So. Wir gucken mal. Wir sind jetzt an 114. Ich meine, wir könnten hier natürlich uns noch. Jetzt ist es vorbei. Zach Tom, besser. Jawohl. Lock ein. Komm. Gleich nehmen. Also, ja. Cordell Flott ist auch noch da. Ja, mein Cornerback von letzter Woche. Ja, nur mal so nebenbei. Aber der wenn Zach Tom hier schon kommt, tüten wir ein. Eintüten, ja. Jo. Na gut. Zack, jetzt geht's aber richtig schnell hier bei uns. Als nächstes bräuchten wir echt mal Edge, ne? Cornerback? Gibt's da was? Flotti ist noch da. Auf 130. Edge, was gibt's an Edge? Der nächste Edge wäre Tyreek Smith, Ohio State. Tyreek ist in Ordnung als Rotational Edger. Uwe Zuricke. Ist eher ein D-Tackle. Ich weiß immer nicht, warum der als Edge angezeigt wird. Er würde in der NFL nie Edge spielen, aber. Steht hier. Dominic Robinson und Isaiah Thomas. Den haben wir, glaube ich, auch gehabt, oder? Ja. Isaiah Thomas, das heißt, das Problem, dass er halt Off-Field-Issues hatte. Hat mal einen Raubüberfall begangen. Weiß ja nicht, ob das jetzt, das jetzt hier sein Value irgendwie wehtut. Ach. Was ist mit Cornerback? Ist sehr gut. Ja, Flott ist halt ein Slot-Corner, aber ich glaube, du bist auch ein Fan von Oliver, dass der sich erholt und da sowieso keinen ranlässt. Das sowieso, aber... Also ich finde, wir brauchen nicht zwingend Corner. Wir haben AJ, okay. Wir haben Hayward, Oliver, Sheffield, die alte Maschine. Darren Hall ist immer noch da, selbst Neil Farrell hatten wir auch in den Prospects. Ist halt ein Nose-Tackle. Also weiß ich nicht, ob da jetzt so der richtige Need da ist. Der ist zwar so ganz cool als Run-Stopper, aber ich würde jetzt so, wie wir gedraftet haben, eher sagen, dass wir noch einen Edger brauchen. Ja gut, da haben wir jetzt erstmal in der Runde nichts. Oder willst du so tief fallen? Weil Tyreek Smith, hast du gesagt, okay. Ja. Ach so. Na gut, würde ja passen. Was sagen die Jungs? Daumen hoch, Kevin? Daumen hoch, okay. Tyreek Smith, Edge. Okay, jetzt geht's hier weiter. Runde 5 an 151. Flotti ist immer noch da. Gibt's ja gar nicht. Flotti wird auch an 190 noch da sein. Okay, ist ja gut, den lassen wir da einfach jetzt. Den wollen wir anscheinend nicht. Hier gibt es nochmal eine Interior Line. Noah Ellis. Marco Jackson. Safety Weatherford. Micah McFadden. Nochmal Pierre Strong. Halfback auch vorgestellt mit dem, finde ich, geilsten Logo in der College-Landschaft. Ja, dieses Kanickelchen. Jetzt zu Ostern natürlich perfekt. Bam, bam, bam. Ja. Was ist denn so auf dem Tidend-Markt los? Tidend-Markt. Wir gucken. Boah, die Tidend-Klasse dieses Jahr ist auch so komisch. Mir fehlt so ein Komplettpaket irgendwie. Ich habe das Gefühl, es sind entweder Receiver oder Blocker. Ja, das stimmt. Auf jeden Fall. Ich glaube, Blocking-Tidend können wir halt spät nehmen, oder? Ja, also, ja. Ich wollte nur gucken, ob hier Dingenskirchen doof ist. Da ist alles nicht mehr so. Alles weg. Was seid ihr? Entscheidet. Ich durfte gerade meinen Edger haben. Lass uns doch zu Ostern ein Häschen reinlegen. Den Running Back?
Ja, in Runde 5 kannst du einen nehmen. Zu Ostern? Warum nicht? Oh. Okay. Und der heißt halt Strong. Ja, wenn wir den einen Strong Programm kommen. Kriegen wir wenigstens anderen. Okay, ihr wollt einen Running Back? Ihr kriegt einen Running Back. Na, dann. Ich liebe Running Backs, hallo. Sowieso. Und in Runde 5 sowieso. Na gut. Da ist es okay. Ab Runde 3 kann man gerne einen nehmen. Gar kein Problem. Verstehe. Ab jetzt ist sowieso nur noch auf gut Glück. Ab Runde 6. Yeah. Smokey ist weg. Scheiße. Oh no. Oh no. Mann. Er ist weg. Schade. Warum wir uns so ärgern? Bleibt dran. Mal sehen. Wir wollen heilig, ist aber noch da. Falls das irgendjemand interessiert. Den finde ich halt auch einfach cool. Oder der halt Panther ist noch da. Matt Ariza. Der wird in echt, ich glaube echt, der geht Runde 3 geht er weg irgendwann bei den Compacts. Was? Nachher. Ich glaube schon. Nee. Irgendein Team verliebt sich in diesen Panther. Und wir hoffen, dass nicht wir das sind. 100 Pro, Ariza wird früh gehen. Nee, können wir beide jetzt noch eine Wette machen? Glaube ich nicht. Runde 3. Hm? Na los. Runde 6, 190, jetzt kommen die ganzen Aufstockungsspieler. Egal, ich mache nur noch BPA ab Runde 6. Mir ist alles scheiße. BPA. Interior Line, Alice? Nehmen wir einen dicken Nose Tackle, rein mit ihm. Rein mit ihm, oder? Ja. Haben es besser als brauchen. Eben. Sowieso. An Nummer 203. Was gibt es jetzt hier? Ein Receiver Johnson, Halfback Price, da müssen wir nicht mehr reden. Wir haben noch einen Linebacker Sewell, nochmal Inside D-Line. Nimm den Tight End. Was ist mit dem Safety? Matt Ariza ist immer noch da. Tight End? Ah, nimm ihn jetzt hier. Derek Dizzy Jr.? Ja, ich bin zwar immer noch für Blocking, bin ich immer noch Bellinger-Fan, aber... Lass doch gucken, welche da sind an den Tight Ends. Dann nehmen wir jetzt einen dicken. Einen dicken Tight End. Ja, ist schon gar nicht mehr da. Sind da dicke dabei? Oder? Nee. Austin Allen, das ist auch ein Viech. Chase Allen und Austin Allen, die sind beide groß und stark. Wir sind an 203. Sagt was. Es macht jetzt doch auch keinen Unterschied, oder? Wenn du jetzt nimmst oder siebte Runde. Let's go. Sagt was. Lieber Austin oder lieber Chase? Was klingt besser? Iowa State oder Nebraska? Chase. Nebraska. Okay, nehmen wir Nebraska. Heute ist Kevin's Draft. Wir nehmen Austin Allen. Los. Austin Allen. Ja. Das große N. Ja, das große N. Das große N. So, und jetzt müsste das unser vorletzter Pick. Jo. Was haben wir hier? Ja, komm, wenn der Riser jetzt noch da ist, nehmen wir Riser. Jetzt nehmen wir Riser, oder? Nicht realitätsgetreu, aber den nehmen wir jetzt. Nehmen wir Riser, haben wir wenigstens Special Teams mal. Runde 3 ist ja so viel realistischer für ihn als Panther. Und, ey, doch, ich glaube schon. So, was haben wir jetzt hier noch? Ein Tackle wäre noch offen, ein Linebacker ist hier noch, Inside D-Line. Cornerback. Jetzt ein Cornerback zum Schluss? Ja, für dich, komm. Sandro, oder? Komm. Such dir einen aus. Ja, guck mal, welche Cornerbacks es gibt und du darfst einen aussuchen. Einfach genau. So. Jetzt ist Runde 7. Jetzt darfst du auch mal aussuchen. Ja, jetzt darf ich auch mal aussuchen. Danke, Jungs. Ja, ihr seid echt nett. So. Kein blassen Schimmer, ob die überhaupt je gespielt haben oder wie deren Status ist. Aber Jack Jones. Wir haben so viele Jones. Wir haben so Pech gehabt mit Jones. Nein, Spaß. Chamari Connor? Nein. Virginia Tech ist immer gut. Virginia Tech ist immer gut. Ja, nee, bei denen ist auch wurscht. So, wir sind durch. Bam, 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 bam. Haben es doch tatsächlich geschafft. Ja. Ich muss sagen, ich bin zufrieden. Du bist zufrieden. Na, mal gucken, was jetzt. Die Analyse ist lang. Die Analyse war lang. So, also unser Trade. Mit den Bills, wir haben ja noch... Letztes Mal haben wir nur ein B gekriegt für unseren Trade. Wir gucken mal. Ja, wir gucken uns mal das Gleiche an im Vergleich. Da könnt ihr es sehen. Also ein B+, letzte Woche, da haben wir nur 3 Picks bekommen. Diese Woche insgesamt 6. Ja, das ist doch schon mal eine Ausbeute. Ja, wenn man da daneben greift, ist natürlich dann auch Käse, aber ist jetzt so. Unser erster Pick mit Burks, ein B-. Oh, wir kommen nicht so wirklich gut weg. Obwohl, doch, overall sieht gut aus. Also ein B- zum Vergleich. Letzte Runde haben wir uns den Kühlschrank geholt, Jordan Davis. So. Dann hatten wir Enakbare.
in Runde 2 und wir diesmal den Quarterback. PFS sagt, okay. Nick Bonito danach, A+. Ja. Ja, A+. Sieht gut aus. Ja. A+. Ja, das ist halt ein absolutes Scheme, einfach Scheme-Fit, ne? Deswegen bewertet den PFF so hoch. Ist ja, wobei so. Unser Drake Jackson auch nicht so schlecht war. Aber jetzt geht's los. Jetzt wird's kritisch, die nächsten 3 Picks, alle im C-Bereich, zum Teil richtig daneben. Ja, da haben wir auch richtig gesessen, oder, bei denen? War das nicht so? Da haben wir richtig überlegt, oder? Ja. Ja. Also Tindall, Doves und Tom, ja, jeweils mit einem C-. Matchy haben wir da genommen, auch nicht so besonders abgeschnitten letzte Woche. Cavendish, das sind so die Dings. Aber Doves haben wir ja auch genommen letzte Woche. Guck mal, in Runde 4 gab es ein B+. Und in Runde 3 ein C-. Sag also, doch, der wäre nochmal gerutscht. Siehst du? Ihr hört ja alle nicht auf mich. Ihr hört ja alle nicht auf mich. Ja, die nächsten Picks. Hier nochmal zur Übersicht. Dann der Etcher. Ja, 130. Sieht gut aus. Wir haben jetzt kein Äquivalent, weil wir den dazugeholt haben. Da war unser Flotty Nix letzte Woche besser. Denn Bellinger auch nicht so besonders. Ja, und der Heilig zum Schluss. Ja, und hier sitzen wir mit Austin Allen, Tight End. Ja, das N von Kevin. D-, unser schlechtestes Grade. Manometer. Ist ja richtig, tut mir leid, richtig Jungs. Tut mir leid. Naja, insgesamt ein A. Wunderbar. Also, wir haben ein A gekriegt diese Woche, letzte Woche ein A-. Ja, können wir uns noch ein Jahr durchhangeln. Arthur Blank wird uns nicht gleich rausschmeißen. Ja, haben wir auf jeden Fall Glück. Hier gibt es auch noch ein paar Beiträge. Ich ziehe meinen Hut vor Kevin, der jeden Spieler kennt und gefühlt zu jedem eine Pro- und Kontraliste machen kann. Respekt für diesen Know-how. Ja, ja, Respekt, ey. Wirklich. Der muss okay. Ja auch eingeschlossen in der Kammer, ja, ständig Prospects ausarbeiten. Ja, also der kann ja auch nicht. Der kann auch nicht anders. So, und was steht hier? Corner kehrt zurück zu Virginia Tech, schreibt Micha. Schade. Ist das? Das war der Cornerback. Ach so, der ist gar nicht, der geht gar nicht in den Draft. Verstehe. Ja, super. Haben wir schön ins Klo gegriffen. Hast du gut gemacht, Santo. Ja, Santo danke. Durfte einen Spieler auswählen. Ein Spieler. Und der Spieler hat gesagt, dieses Jahr. Pelkins, ja. Pelkins, Job. Ich gehe lieber wieder zurück aufs College. Genau, super. Ja. Na, toll. Okay. Schön verbockt. Okay. Das ist so. Aber, wo wir schon gerade bei Defensive Back sind, werden wir doch den Übergang machen zu einem anderen Defensive Back. Und da darf Kevin uns jetzt ein bisschen was dazu sagen. Ja, wir lassen jetzt mal Scott und Torrey mal raus. Ja, die schieben mal weiter. Wir haben einfach zu lange gebraucht. Ja, und gucken uns mal an, was unser nächster, ach, ich muss hier hin, Entschuldigung, was unser nächster Prospect ist. Und zwar kein geringerer als vom Namen her die absolute Kanone. Sag doch mal was, Kevin. Also, Name ist Programm. Ich glaube, wenn wir da Sonntag ein Spiel gewinnen, gibt es Montag erstmal ordentlich einen kleinen Smoker. Genau. Heißt der jetzt wirklich so? Smoke Monday? Der heißt Smoke Monday. Es gibt ja. Dominik hat heute noch eine Liste gepostet. Es gibt doch jemanden, der heißt Storm Duck. Das ist der Mann, ey. Ganz ehrlich, Storm Duck. Oder der Quarterback General Booty. unheimlich gut. Also, die Amis kommen manchmal auf Namen hammergeil. Finde ich sehr cool. Ja, kreativ. Ja? Einfach kreativ. Ich weiß, dass mein bester Kumpel, als er den Namen gelesen hat, Smoke Monday, muss immer an den Receiver denken, weil das würde ja richtig passen. Wenn er die Leute nur richtig im Rauch stehen lässt, quasi, ne, wenn er schnell wäre, ist er leider nicht. Aber gut. Schade, ich glaube, aber so an sich, dass er auch spielerisch relativ gut in unser Safety Depth Chart, sag ich mal, reinpasst, weil er eher ein physischer Boy ist. Mit 6'2", 207 Pfund, das ist mehr so ein Santo-Typ, so ein Big Hitter. Der teilt auch mal gern, einen aus. Yes. Der war insgesamt auch einfach mal 2 Jahre Starter bei Auburn, letzten 2 Jahre, wurde gut gegradet. Kleine Tackling-Maschine ist er. Und wie gesagt, da liegt auf jeden Fall seine Stärke eher in der Box einzusetzen als Free Safety. Aber wir haben ja auch gerade im Mock-Draft ja besprochen, Free Safety ist ja eher, halte ich auch nicht so für nie, sondern eher jemand, der sich in der Box oder einen der Line of Scrimmage nochmal mit aufhalten kann. An sich wurde er aber bei Auburn überall eingesetzt, hat sogar teilweise mal Slot-Cornerback gespielt und wenig Snaps auch mal als Outside-Corner. Würde ich jetzt nicht empfehlen, wenn ich ihn spielen lasse, aber zumindest hat er Erfahrung da gesammelt.
was ich eigentlich immer schon mal ganz cool finde. Und was bei ihm halt richtig, richtig geil ist, der hat eine sehr sichere Technik, wenn es ums Tackling geht. Das heißt, er kann gut Gegner dieses, ja, wie nennt man das denn, dieses Wrap-Up, also quasi mit beiden Armen den umschlingen, um die Hüfte und wirklich runterbringen. Wenn man die Spiele von uns gesehen hat letztes Jahr, weiß man ja, dass es gar nicht so einfach ist, für Safeties oder Linebacker so einen Spieler mal festzuhalten, sei es ja auch, wenn es nur ein Wide Receiver Running Back ist. Und da war Smoke Monday sehr, sehr cool am College. Also der hat mir da sehr, sehr gefallen. Wie gesagt, bringt er sehr viel Erfahrung mit an sich. Und was er halt leider nicht kann, das habe ich am Anfang ja schon gesagt, wenn ein Spieler meistens so eine Tackling-Maschine ist und da seine Stärke hat, dann fehlt es ihm in der Coverage. Gerade dann ist er eher durchschnittlich und unterdurchschnittlich. Er hat vor allem Probleme beim Erkennen der Zone. Also wenn er jetzt zum Beispiel ein Wide Receiver eine Route läuft, dann weiß er manchmal leider nicht genau diese Zonenzuordnung, ob er jetzt den Wide Receiver durchlassen soll oder lieber den nächsten, weiß ich nicht, wenn jemand eine Go-Route läuft, dann weiß ich nicht, ob er den überlassen soll oder lieber den nimmt, der eine Underneath-Route nimmt. Da hat er leider Defizite. Und ich glaube auch nicht so richtig, dass man das bei ihm wegtrainieren kann. Geht bestimmt, aber ist halt auch einfach nicht seine Kernkompetenz. Dann noch so eine lustige Anekdote zu seinem Namen. Man denkt ja, wie gesagt, bei Smoke Monday, das ist ein schneller Spieler. Der wurde auch schnell getestet, eigentlich in der Combine mit einer 4-5. Für einen Safety ist das echt eine solide Zeit. Aber wenn man sich das mal anguckt am Tape, dann sieht man leider, dass er die Wide Receiver doch immer mal wieder laufen lässt. Das heißt, es ist immer die Überlegung, ob sein Game Speed halt überhaupt dementsprechend, wie er getestet wurde. Und das sehe ich bei ihm leider nicht. Wenn man ihn aber in der Box spielen lässt, hat er ja meistens eher als Backup entweder einen Corner sogar noch hinter sich oder eben Safety. Von daher wäre das gar nicht so schlimm. Aber sollte man nicht als Single Safety einsetzen, das geht, glaube ich, nicht gut. Und allgemein, wie man ihn beschreiben kann, er ist so ein, die Amis haben so ein geiles Sprichwort, Jack of all trades, master of none. Also er kann eigentlich von jedem etwas, aber es gibt nichts, was er so richtig, richtig gut kann. Und das passt eigentlich bei ihm, finde ich, ganz, ganz gut. Trotz alledem würde ich sagen, wenn du ihn als primärer Run-Defender einsetzt, also nahe der Box zumindest, sollte er eher mal brillieren können oder mal rausstechen können. Auf der anderen Seite ist er nur ein 5-Runden-Prospect. Generell ist die Erwartungshaltung natürlich jetzt auch niedriger. Also wenn ich jetzt auch einen Spieler vorstelle, auch wie letzte Woche aus der 4. Runde, dann klar sind da Pros und Cons mit dabei, aber diese Spieler werden in der Regel ja schon zufrieden sein, wenn sie überhaupt mal als Rotationsspieler eingesetzt werden im Endeffekt und überhaupt da den Sprung halt ins Roster schaffen. Und deswegen, aber ich halte das bei ihm auf jeden Fall für möglich. Und gerade beim Namen muss man sagen, hat er auf jeden Fall richtigen Pluspunkt gesammelt. Und ich wollte euch einfach auch mal jemanden vorstellen, der mal ein bisschen mit seinem Namen raussticht und man nicht immer so einfach so mal lesen kann, wenn er gerade in dieser Vorstellungsrunde steht, der ist geil, weil er sagt dann Smoke Monday, Auburn. Das wäre doch geil, oder? Geil. Hat was. Hat was. Und ich wäre auch dafür, dass man nicht seinen Nachnamen hinten aufs Trikot schreibt, sondern sein Vornamen. So eine Smoke. Ja, einfach nur Smoke. Oder vielleicht einfach nur so ein Emoji raufsteckt, ja, so ein Rauch-Emoji. Ja, das wäre ja auch was. Ja, jeder weiß Bescheid. Geil. Sehr ja, schön. Generell ist halt ein Hard-Hitting-Safety. Also habe ich auch ein bisschen an Santo gedacht. Ich weiß ja, dass er sowas mag vom Spielertyp her. Vielen Dank, vielen Dank. Wir werden ja gleich in den NFC South News möglicherweise was dazu hören. Ansonsten finde ich das ja ziemlich geil. Und ja, man kann nicht alles haben. Ja, du kannst nicht vorne die wilde Sau sein und spielen und dann hinten auch noch alles covern können. Ja, das geht nicht. Ja, deswegen Prioritäten setzen. Nee, sehr schön. Vielen Dank für die Vorstellung. Gefällt mir gut. Ja, Safeties sowieso eine klasse Spielerposition, wird viel zu viel Liebe entgegengebracht, ja, wird viel zu wenig drüber geredet. Ja, immer nur von den Quarterbacks und den Receivern und all diesen ganzen Cheerboys, ja, die die Touchdowns machen und so weiter. Ja, die wahre Position ist sowieso Defense, ja. Ihr wisst ja meine Meinung dazu. Großartig. Vielen, vielen Dank. Nächste Woche Runde 6. Und dann sind wir ja eigentlich schon durch, oder? Mit den ganzen Prospects. Ja, und dann kommen wir ja schon in den Draft. Ja. Und da kann man jetzt schon, ich glaube, etwas teasern, ja, dass es sehr wahrscheinlich wieder einen
Livestream von uns geben wird. Ja, so ein bisschen am Organisieren. Aber wer, sage ich mal, nicht alleine den Draft gucken möchte, zumindest die Runde 1, der kann auf jeden Fall auf YouTube mit einschalten und sehen, was die Knallköppe hier in Rot so alles von sich geben. Und gerne mit Kommentaren sich dazu gesellen und auch noch seinen Senf dazugeben. Ja, es wird auf jeden Fall lustig, wird nicht alles ernst zu nehmen sein, was wir da machen. Aber wir sind sehr, sehr, sehr wahrscheinlich live. Von daher das schon mal angeteasert. Und unser anonymer Facebook-User oder vielleicht ist auch ein anderer, ja, die wahre Position ist DB. Dankeschön. Ja, da sagt mal, spricht es mal einer aus. Ja, großartig. Endlich hat es mal jemand gesagt. Fein. Fein, fein, fein. Wir kommen zu den NFC South News und bevor ich übergebe an die Saints und an die Tampa Buccaneers, bei den Panthers ist nicht wirklich was passiert. Es gab ein lustiges Video von einem Fan, der gesungen hat. Das kann ich aber leider nicht abschieben, weil der Ton nicht zu hören ist. Von daher kann ich euch das leider nicht zeigen. Ansonsten gerne mal auf Twitter gucken. Sehr, sehr lustig. Mit Anderson zusammen. Ja, der kommt am Schluss auch vor. Ja. Ich habe geguckt, übrigens 190 Pfund. Ja, so leicht ist der gar nicht. Ja, 190. Ja, bei 6 Fuß 3 ist das schon nicht so schwer. Aber immerhin. Ja. Immerhin. Gibt es bei den anderen Mannschaften News? Soll ich mal beginnen? Ja, bitte. Taschentücher raus bei Santo. Ja. Keanu Neal. Für ein Jahr sehen wir ihn nochmal zweimal wieder. Er hat bei den Buccaneers unterschrieben. Ich glaube, es ist somit die größte News, die die Buccaneers jetzt in der letzten Woche noch getätigt haben. Tut mir sehr leid für Santo. Aber du kannst ja im Spiel gegen die Buccaneers dein Jersey anziehen von Neil. Ja, habe ich nicht mal. Was? Oh, jetzt bin ich ein bisschen überrascht, muss ich sagen. Also, ja, habe ich nicht mal. Meine Liebe wurde offen kommuniziert, wo ich es nur konnte. Aber Keanu hat den Ruhm und das Geld in Texas und jetzt bei den Buccaneers vorgezogen. Naja, er wird schon sehen, was er davon hat. Oder auch nicht. Vielleicht sehen wir es dann auch. Und ja, großartig. Ja, vielen Dank. Also das waren die Buccaneers. Gibt es bei den Saints irgendwas Neues? Nö. Außer die alltäglichen Mockdrafts und Gerüchte rund um das Team. Nein, aber ist nichts passiert sonst. Ist nichts passiert. Ja, es ist wirklich jetzt der Climax erreicht an Ruhe. Ja, ihr seht, es passiert nicht so viel. Ja, dafür ist bei den Falcons auch noch was passiert. Wir haben einen Offensive Guard, Offensive Tackle verpflichtet, wieder von den Bears. Es ist, die Atlanta Burtons, ja, die Mischung aus Bears und Titans nehmen immer mehr Gestalt an. Es ist wirklich sehr, sehr auffällig. Der nächste Spieler danach ist auch aus der NFC North. Ja, von daher hat sich da einer wirklich ausgetobt, der sich damit anscheinend auskennt. Ich sage jetzt keine Namen. Egal, auf jeden Fall bekommt McGarry Konkurrenz. Das ist das, was wir vorhin schon kurz angesprochen hatten. Ja, Ifedi, 28 Jahre, bei den Seahawks damals erste Runde gepickt. Im Übrigen auch an Nummer 31 wie McGarry, ja, Jahre später. Von daher finden sich jetzt die beiden ehemaligen 31er an der gleichen Position wieder. Hat bei den Seahawks als Guard angefangen, switchte dann auch auf Tackle. Guard, denke ich mal, mit Lindstrom auf der rechten Seite und der hat ausschließlich nur rechts gespielt. Ja, ist, denke ich mal, klar, da wird Lindstrom gesetzt sein und dementsprechend wird er sich da duellieren mit McGarry. Mal gucken, ob sich Ifedi durchsetzen wird. Soweit ich jetzt vernommen habe, werden wir nicht die Fifth-Year-Option von McGarry ziehen. Ja, von daher wäre dieser One-Year-Deal von Ifedi ja ein Projekt. Ja, wenn er besser ist als McGarry, okay, wenn nicht, war es halt nur ein Jahresdeal, auch okay, auf Wiedersehen. Ja, und die andere Position, die wir verpflichtet haben, ist Michael oder Mike, je nachdem. Ich habe beides gefunden, Ford. Ja, also, finde, eine große Autofirma sollte auch mal
im Team sein. Ja, von den Lions, NFC North. Ja, da haben wir wieder einen exzellenten Athlet mit Elite-Explosivität, sehr gutem Speed. Ja, eine 4-4-7 über die 40 Yards gelaufen, bei 6-0 Größe und 196 Pfund. Ja, kam in 21 zu 13 Spielen nur insgesamt 6 Tackles bei den Denver Broncos, wo er vorher war. Hat da also mehr Special Teams gespielt, so 77%, 2% waren halt nur Defense, also er ist eher ein Special Teamer wohl gewesen. Ja, davor spielte er eben die 3 Jahre von 18 bis 20 für die Lions, da allerdings auch nur die ersten 4 Spiele recht auffällig. Da hat er nämlich in 18 in seiner Rookie-Saison 300 Snaps gemacht. Ja, gut. Müssen wir mal sehen, ob er sich einen Platz erkämpfen kann. Wir haben mittlerweile 10 Cornerbacks, darunter immer noch so Spieler wie Kendall Sheffield. Ja, als ich das gelesen habe, dachte ich so, warum ist der eigentlich noch da? Kann mir das irgendeiner beantworten von euch? Nicht wirklich, oder? Gewohnheitsrecht. Na gut. Gut. AJ Terrell, Casey Hayward, Isaiah Oliver, Darren Hall, Avery Williams, Sheffield eben dann, Corey Ballantyne, Cornell Armstrong, Lafayette Pitts und jetzt Mike Ford. Das sind jetzt die momentan. Und fast hätten sie noch einen gedraftet. Fast. Wenn er nicht weggelaufen wäre. Ja. Eben. Hat sich jetzt auch erübrigt. Also war meine Angst, wir bräuchten Cornerbacks, wovon wahrscheinlich eh nur 6 übrig bleiben nachher, unbegründet. Also, Aber ist auch gut, wenn man 10 Stück mitnimmt in 90-Mann-Kader für die Trainingscamps und so, ist so in Ordnung. Ja. Also mal gucken, wie die spielen. Sowieso. Ich beantworte noch kurz eine Frage und dann gehen wir eins weiter. Der anonyme Facebook-User fragt, warum bin ich anonymer Nutzer? Bitte bei Facebook in der privaten Gruppe den Link in der Beschreibung einmal tippen von StreamYards. Da muss man seine Darstellungsrechte irgendwie aufgeben und es erlauben, aus der privaten Gruppe gezeigt zu werden. Das ist also eine Schutzmaßnahme, die private Gruppe da hat. Deswegen ist es auch immer klar, dass es einer aus unserer Falcons Germany Gruppe auf Facebook ist, weil auf der Facebook-Seite, wenn ihr darauf geht, werdet ihr auf jeden Fall gezeigt. Ja, also nur nochmal so der Hinweis, in der privaten Gruppe ist ein Link, den müsst ihr klicken und dann dementsprechend das freigeben. Dann kommt ihr auch mit Bildchen zu uns. So, ganz kurz noch, es gibt neue Nummern. Ja, die gehen wir nochmal ganz kurz durch, damit auch jeder auf dem neuesten Stand ist, damit wir auch wirklich die News nochmal hier gefüllt haben. Ja, Mariota mit der 1. Ja, er hat extra gesagt, er nimmt Kyle Pitts nicht die 8 weg. Hätte ich jetzt auch ein bisschen vermessen gefunden, wenn er ihm jetzt die 8 weggenommen hätte, oder? Also, wären wir auf die Barrikaden gegangen? Nee. Das wäre eh nie passiert, oder? Ja, passiert auch. Glaube ich auch nicht. Ich weiß nicht, ob ich irgendwie Quarterbacks mit der Nummer 1, ich finde es irgendwie nicht cool. Ja, ich bin irgendwie so ein bisschen Cam Newton verseucht mit seiner 1. Irgendwie assoziiere ich damit irgendwie so, ich weiß auch nicht, egal. Wenn er gut spielt, soll es mir auch egal sein. Der Running Back Williams mit der 6, Lorenzo Carter, der Linebacker, Edger, kriegt die 9. Cadarell Hodge, der Wide Receiver, die Sanu Nummer 12, Auden Tate, die 19, Free Safety, die Marlowe, die 21, Cornell Armstrong, die 25, Casey Hayward, die 29 und Tease Tabor hat sich die 30 geschnappt. Jetzt haben wir aber Oleson resigned. Was passiert da jetzt? Was für eine Wette würdet ihr eingehen? Kriegt Oleson seine 30 wieder oder muss Tabor zurückgeben? Oder behält sie Tabor? Sagt. Boah, mir sind Zahlen ja immer so scheißegal. Wie gesagt. Soll er die 3 nehmen? Mir soll er die 3 nehmen? Die alte Bryant-Nummer. Na gut. Bo Brinkley, der Long-Safety, hätte ich schon gesagt. Der Long-Snapper. Manometer. Kriegt die alte Beasley-Nummer 44. Elijah Wilkinson, Tackle, die 79. Und Braden Lanius, Tight End, die 86. Ifedi und Rashad Evans haben noch nicht gewählt. Evans wahrscheinlich die 54 von Olurkon, könnte ich mir vorstellen. Damit hat er zumindest bei den Titans auch gespielt. Ifedi, kein blassen Schimmer. Ja, gut. Seid ihr auch da auf dem neuesten Stand? Könnt ihr euch jetzt überlegen, welche Nummer will ich kaufen? Ja, könnt ihr schon mal ein bisschen stöbern? Habt ihr auch da eine schöne Entscheidung gefunden? Und bevor wir zu den Auerfragen gehen, kommt jetzt eine unangekündigte Überraschung. Wow. Unangekündigt und exklusiv hier nur bei uns. Ja. Trommelwirbel.
Ja, wir haben, und das darf Kevin jetzt präsentieren, eine Überraschung. Kevin, erzähl mal, was haben wir uns überlegt, beziehungsweise was hast du dir überlegt? Ich glaube, ich fange das ein bisschen anders an. Ich gebe euch ein Zitat und ihr sagt mir, an welchen Spieler ihr denkt. Okay, klingt das gut? Jetzt. Das klingt gut, bitte. Okay, also, das Zitat lautet, er ist der beste Tackler seit Joe Montana. wer könnte es sein? Beste Tackler seit Joe Montana vor allem. Also ich kann euch einen Tipp geben, wer es gesagt hat. Es war irgendein Hillbilly. Na Jungs. Okay, ich sehe schon, ihr kommt nicht drauf. Also es ist natürlich der Wasserträger, der Waterboy, Robert Bobby Butcher Jr. Jawohl! Klingt jetzt bei irgendwem. Wir haben eine Filmkritik wieder. Zitzen! Unsere Special Überraschung in Folge 77. Ja. Kevin hat es quasi für euch gemacht. Ja, er hat sich in die Untiefen der Footballfilme gewagt und eine kleine Kritik zu The Waterboy geschrieben. Erzähl uns doch mal, was wir erwarten können, wenn wir diesen Film gucken wollten oder vielleicht schon gesehen haben. Ich habe es beim letzten Mal ja, also beim ersten Mal habe ich es ja so gemacht, dass ich einfach den Film genommen habe, der mir dann ins Auge gestochen hat. Das war ja Home Team. Diesmal habe ich mir extra angeschaut, welche trashigen Footballfilme mögen denn die Leute? Und dann kam Waterboy raus. Der Typ mit dem Wasserschaden, wie er bei uns heißt in Deutschland. Und wie soll es anders sein? Statt von Adam Sandler gemacht, ist das diesmal mit Adam Sandler in der Hauptrolle. Und er ist seit 31 Jahren im Film der Wasserträger eines College-Teams, hat sich auch nie beschwert und hat das so gepredigt, wie wichtig doch Wasser trinken ist. Und ja, sein Beruf ist eher seine Leidenschaft. Und daneben hat er nicht wirklich viel, außer seine Mama. Und er ist so der größte Sonnenschein von ihr. Wasserträger zu sein, ist natürlich auch immer hart. Ne? Zeigt der Film ganz deutlich. Er wird nämlich misshandelt, beleidigt und eigentlich ganz Zeit schikaniert. So sehr, dass er dann auch gefeuert wird von seinem Team. Er weiß dann nichts mit sich anzufangen, bewirbt sich dann bei anderen Teams und kriegt dann auch tatsächlich den Job unbezahlt. Und sein neuer Trainer macht ihn dann aufmerksam darauf, dass er sich ja auch mal wehren darf, wenn er verletzt wird von anderen Spielern. Und dann stellt sich raus, wie soll es anders sein? Der Junge ist der geborene Tackler. Der tackelt Leute weg, die fliegen bis zum Mond. Wirklich, gefühlt. Wenn er die einmal umschmeißt, die liegen nicht auf dem Boden. Nein, nein, die sind weg. Die sind einfach weg. Und so stellt sich dann am Ende raus, dass Adam Sandler oder Bobby, wie der gerne mal im Film genannt wird, seine Karriere als Tackler startet im College, dann aber nicht mehr spielen darf, außer unter einer Bedingung, wenn er den NCAA College Eignungstest schafft. Dafür lernt er und studiert er ganz fleißig und schafft ihn auch als einziger aus seinem Team. Dazu muss gesagt werden, er hat eine Sprachstörung und er ist eigentlich auch nicht helle, weil da gibt es auch einige Szenen im Film, wo die im Unterrichtssaal sitzen, im Hörsaal, und dann werden halt Fragen gestellt und er antwortet darauf mit sehr fragwürdigen Sätzen. Also irgendwie, meine Mama hat erzählt, dass das und das ist, und alle lachen ihn halt aus und ja, er studiert halt, ne? Genau, das Ende lasse ich jetzt mal offen, wie es zu Ende geht. Ihr könnt es euch, glaube ich, denken, wie, wenn es halt so angefangen hat. Amerikanisch. Amerikanisch, ja. Es endet amerikanisch. Ja, sorry. Ich habe mir im Nachhinein doch noch mal ein paar Reviews durchgelesen aus der Zeit, denn der Film kam 1998 raus.
Und war der 5 erfolgreichste Film in den USA nach Filmen wie Titanic. Ne, man kennt's. Gott. Also der war in den USA wirklich extrem erfolgreich. Also mich hat es wirklich gewundert, weltweit überhaupt nicht, der kam nicht an, aber in den USA, der hat irgendwie 150 Millionen US-Dollar Gewinn gemacht. Das liegt vermutlich tatsächlich an Adam Sandler, weil das war so seine Zeit zu den Jahren. Also da war er so der größte Komiker in den USA. Und ja, der ist halt nicht gut, ne? Ich sag's, wie es ist, der ist halt wirklich nicht gut. Ich weiß nicht, was die Leute an dem Film was Gutes gefunden haben. Alle sagen so, oh, der ist super witzig. Ich finde den okayisch vom Humor her, aber auch nur dann, wenn Adam Sandler halt nicht da ist. So alles andere ist halt super anstrengend. Der Charakter stottert die ganze Zeit, also durchgängig im ganzen Film. Und er wird halt auch von Matze Knopp gesprochen im Deutschen. Einige kennen ihn vielleicht auch besser unter Super Richie. Anstrengende Stimme auf jeden Fall. Ja, und das circa 90 Minuten lang. Super anstrengend. Ich empfehle den Film den Leuten, die Adam Sandler mögen. Davon gibt es ja auch sicherlich einige. Die werden dann wahrscheinlich sehr viel Spaß haben. Ansonsten, wenn du Football-Fan bist und Trash-Filme liebst und nichts Besseres zu tun hast, vielleicht, dann ja. Aber, keine Ahnung, aktuell würde ich lieber sagen, geh Batman schauen im Kino oder Fantastische Tierwesen. Das sind beides gute Filme. Ansonsten Finger weg, wirklich. Keine Ahnung, vielleicht ist hier jemand anwesend, der den Film kennt und wirklich sehr liebt. Gerne in die Kommentare. Ich würde es mir gerne durchlesen. Ansonsten allgemeine Wertung 3 von 10, bisschen besser als Home Team und für das Genre 3,5 war ich mal ein bisschen spendabler. Ja. Vielen, vielen Dank, Kevin, dass du dir das angetan hast. Ich weiß nicht, wann ich ihn gesehen habe oder sehen musste vielleicht. Kann sein, dass es auf irgendeiner Ausfahrt war sogar. Da liefen ja dann auch immer Filme, wenn wir irgendwo uns nach Niedersachsen verirrt haben und dann im Bus die Fahrzeit übernommen haben. Ich glaube, da habe ich ihn mal gesehen. Ja, sehr viel Klamauk. Und ja, wie gesagt, der amerikanische Traum, ja, wird dort komplett gelebt. Ja, oh ja. Für Zeit überbrücken auf jeden Fall gut. Tiefe braucht man jetzt nicht erwarten. Und witzigerweise haben wir sogar, ja, und das ist jetzt wirklich blanker Zufall, ja, sogar eine Auerfrage, die sich darauf bezieht, wann signen wir Bobby Butcher? Ja, also es hat tatsächlich jemand gefragt, wann wir den signen, mit Lachsmiley dahinter. Also bevor ihr jetzt anfangt, eure Mockdrafts durchzugucken, ob ihr den vielleicht in euer Mockdraft mit drin habt, nein, das ist die Hauptfigur in diesem Film, ja, von 1998. Ja. Im Übrigen das Jahr, wo die Falcons das erste Mal im Super Bowl standen, ja, nur mal so nebenbei. Könnte auch eine Aussage sein. Könnte auch eine Aussage sein. Na gut, okay. Wir warten ab, wann die nächste Filmkritik kommt. Ja, dann wieder als Überraschungsakt. Ja, gibt uns ein bisschen Zeit. Ja, wir müssen sondieren. Kevin muss sich vorbereiten. Ja, mental. Die guten Filme muss ich sortieren und filtern und alles ganz viel Recherchezeit. Sehr viel Recherchezeit. So. Eben. Wir haben eine spannende Auerfrage bekommen und vielleicht die Frage auch an euch, weil Mibra sieht gar nicht so klar, deswegen eine ziemlich geile Frage. Welche Bedingungen muss ein Spieler erfüllen, um am Draft teilzunehmen? Wissen wir da eigentlich, wie und was und wo es vonstatten geht? Ja. Ich habe da mal ein paar Sachen rausgesucht, aber fällt euch ad hoc jetzt ein, was erfüllt werden muss? Damit mindestens 3 Jahre auf dem College gewesen sein? Ja, also es wird beschrieben mit die erst einen Freshman oder 2 College-Jahre Sophomore abgeschlossen haben müssen. Mhm. Ja, es klingt so ein bisschen nach 3 Jahren insgesamt. Ich bin auch mit diesem Satz ein bisschen hakelig, aber ja, das wären auf jeden Fall so um die 3 Jahre, definitiv. Mhm. Ja, die Spieler, die sich anmelden dürfen, ja, die werden Underclassmen genannt. Ja, schon mal gehört? Ich habe den Namen vorher noch nicht gehört gehabt. Underclassmen. Ja.
Wisst ihr zufällig, wann die Deadline war, sich für die NFL Draft anzumelden? Oder wann die immer ungefähr ist? Ich weiß nicht. Ist das nicht nach dem Sugar Bowl irgendwie die Zeit? Der müsste, ja, das kommt hin. Mhm. Das kommt hin, ja. Wenn ich jetzt richtig den Sugar Bowl verorte. Ja, also er war dieses Jahr Montag, der 17. Januar. Ja, der kommt so kommt Mitte, zweites Drittel Januar anscheinend immer. Ja, da war auf jeden Fall dieses Jahr der die Deadline. Ja, und für die Draft kommen im Endeffekt folgende Möglichkeiten auch noch zum Tragen. Man kann nämlich auch kein College-Spieler gewesen sein. Ja, man muss dann in der Highschool bereits oder man muss die Highschool mindestens 3 Jahre vorher verlassen haben, ja, um dann sich für den Draft anmelden zu können. Also du musst nicht unbedingt College-Spieler sein, du musst aber aus der Highschool mindestens 3 Jahre raus sein und darfst keine Berechtigung mehr besitzen, für das College-Team spielen zu dürfen. Ja, das ist die eine Geschichte. Underclassmen oder Spieler, die ihren College-Abschluss bereits verfrüht gemacht haben, können bei der Liga eine Anfrage stellen, um bereits verfrüht vor dem regulären Ende der College-Zeit am Draft teilzunehmen. Das ist auch noch eine Möglichkeit. Und letztlich das Offensichtliche, was wir alle so kennen, nach Ende ihrer College-Zeit sind Spieler automatisch für den Draft berechtigt, ohne sich separat anmelden zu müssen. Ja, also das ist dann quasi automatisch. Ja, es ist dann aber so, dass die NFL ja vor dem Draft, das Personal, was dann sich zum Draft stellt, ja, die Eignung dieser Kandidaten untersucht und dann quasi mit der NCAA Compliance-Abteilung zusammenarbeitet und gemeinsam die Informationen aller Draft-Kandidaten sammelt und prüft, ja, ob das alles so seine Richtigkeit hat. Ja, ebenfalls werden überprüft die Roster der All-Star-Games, ja, um sicherzustellen, dass auch dort nur Spieler auflaufen, die auch berechtigt sind letztlich. Ja, das nochmal zu dem Thema. Und sobald ein Spieler die Berechtigung für den Draft erhalten hat oder seinen Wunsch verkündet hat, verfrüht an den Draft teilzunehmen, ja, wird dann quasi NFL, NCAA-Personal arbeiten dann zusammen mit Teams, mit Agenten, ja, mit den Schulen, um den Status zu klären, damit dann eben Pro-Days organisiert werden, wann die Scouts kommen können, ja, private Trainingseinheiten und so weiter, das wird dann danach alles festgelegt. Ja, aber vorher gibt es auch nochmal diese große, große Prüfung. Also da wird jeder nochmal durchleuchtet. Ja, dass wir da nicht irgendwelche Off-Field-Issues da dann in den Draft kriegen, zum Beispiel. Ja. Gute Frage. Vielen Dank dafür. Ja. Mal spannend zu wissen oder zu erfahren, was da alles so für Optionen sind. Letzte Frage. Quarterback, Wide Receiver oder Defensive End in Runde 1? Defensive End. Defensive End. Kommt auf die Draft-Position an. Ja, wollte ich gerade sagen. Ich habe vorhin anwesenden Jungs hier nämlich geschrieben, wenn wir auf 8 bleiben und keinen Edger nehmen, außerhalb von Sauce Gardner und Hamilton, wäre ich schon echt enttäuscht irgendwie, weil was du dieses Jahr an Potenzial an Edgern kriegst, in den Top 5 Edger, das ist schon echt in Ordnung. Ja. Du, ich glaube, du bist enttäuscht dann. Dominik. Ich glaube, wir werden diesmal was ganz anderes picken an 8. An 8 wäre ich wäre wirklich böse. Alles außer Edger darf höchstens Sauce Gardner und Kyle Hamilton heißen. Alles andere, selbst Kyle Hamilton gefällt mir eigentlich nicht so hundertprozentig, aber alles andere wäre an 8. Oh oh. Oh oh. Na, wir schauen mal. Aber es ist meine Meinung. Also eine von 4 Meinungen hier. Also wir haben auf jeden Fall 3-mal Edge und 1-mal Kevin. Okay, ich gehe auch mit Edge. Also an 8. Edge. Auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall, oder? Gut. Fein. Fein, fein, fein. Gibt es noch Fragen aus dem Chat? Wir warten kurz die Verzögerung ab. Ja, der Stream braucht immer so ein paar Sekunden, bis er bei euch landet. Wenn es keine Fragen aus dem Chat gibt, gibt es was aus der Kommentatorenbox? Ich Dominik, würde sagen, Kevin. Typische Dreiviertelstunde Stream. Ja. Wie immer. Wie immer. Bei uns sind die Streams immer nur eine Dreiviertelstunde, ja, damit auch jeder dann zum Abendessen pünktlich am Tisch sitzt. Wie immer eigentlich. Nichts Neues. Nein.
Nein, hier haben wir nur noch einen Kommentar von Pascal. Fehlt nur noch Film über den Busfahrer. Gab es da einen? Glaube nicht, aber der Busfahrer. Film über einen Wasserträger ist schon komisch. Ach so, das meinte er. Ich dachte, es gab wirklich einen, der... Schätze ich mal. Ich kenne keinen Film über einen Busfahrer. Ich war jetzt auf dem falschen Bus, falschen Dampfer. Gut, okay. Grandioso. Dann haben wir heute Folge 77 in den Büchern. Und dafür bedanke ich mich bei allen, die zugeschaut haben, live kommentiert haben, live und dann auch nachher später noch das Real Life beziehungsweise die Podcasts sich anhören auf allen bekannten Portalen dieser Welt. Ja, wenn ihr gleich rausgeht, hinterlasst uns doch gleich auch nochmal das Like und das Abo. Hilft uns sehr, würden wir uns sehr, sehr freuen. Ansonsten vielen, vielen Dank an das kompetenteste Team ever, ja, in der besten Show ever. Ja, Kevin, Dominik und Kevin, danke, dass ihr dabei wart. Ja, wir beenden die Show wieder mit einer gymnastischen Übung à la AJ Terrell. Ja, lasst uns die Mittelfinger zusammenführen, Ellenbogen auseinander. Ja, und dann strecken wir die Ellenbogen zu unserem Incomplete Pass. Ja, AJ Terrell, bester Cornerback der Welt, ein Atlanta Falcons-Spieler, wer auch sonst. Also, bleibt gesund, bleibt uns treu. Wir sehen uns nächste Woche wieder, 17:30 Uhr, hier bei uns auf dem Kanal. Auf Wiedersehen und Rise Up!